Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, sowie die Glocke zu aktivieren. Meine beiden anderen Kanäle zu abonnieren, die ihr auf meiner Kanalstartseite verlinkt findet, sowie mir auf Instagram und Twitter zu folgen. Auch das solltet ihr nicht vergessen. Und jetzt geht's los mit der Minecraft-Fakten-Folge für heute. Heute stelle ich euch hier fünf Sachen von euch vor, die ich mir ausgesucht habe. Ich denke, sie sind qualitativ hier ein bisschen besser als in den anderen, in den letzten Folgen. Und ich zeige euch jetzt sofort vor, wenn ihr Ideen habt für Minecraft-Fakten, dann schreibt mir per Kommentar unter dieses Video hier. Einfach Gutes, dann wird er mir das Video eingeblendet. Mit Namen wie immer. Und schaut auf jeden Fall auch nach dem Video in die Playlist vorbei. Da gibt es über 200 andere Folgen von diesem Format hier. Und jetzt geht's los mit Fakt Nummer 1. Fakt 1 ist von Creeper zum Enderman Schärfen und er schreibt, wenn man einen Helm mit Atmung 10 verzaubert unter Wasser trägt, da gibt es einen Grafikpack. So, ich zeige das mal ganz kurz mal. Ich habe hier einen Helm mit Aqua Affinity X, also 10. Problem war, ich glaube, die haben das gefixt. Ich habe jetzt ja den Helm auf. Und jetzt gehen wir unter Wasser. Aber ich sehe nicht so einen Grafikbug. Es kann sein, dass es in älteren Versionen funktioniert hat. Und ich meine, ich habe es auch in Erinnerung, dass da irgendwann mal was war. Ich habe ja früher mal mit Twilight Items rumgespielt, auch mit diesen. Ohne Enchantment jetzt auch mit, mal mit Stufe 127 oder so, das hörst du so, ne? Und, ich kann mich irgendwie ein bisschen daran erinnern, dass er wirklich so ein Grafikbug war, dass es irgendwie so weiß wurde oder sowas. Und man nichts mehr gesehen hat unter Wasser. Es ist aber sehr gut möglich, dass ich das jetzt in Asmod 13 gefixt habe, mit diesen neuen Wasserphysics und Texturen und sowas. Also so gefixt wurde. Ihr könnt es auch mal in den Eltern mal so mal austesten. Es kann sein, dass es früher funktioniert hat. Ich habe so ein bisschen noch im Kopf. Wahrscheinlich mal jetzt so das Wasser-Update gefixt. Die Fakten 2 und 3 sind von MC Gamma 777 und schaut als erstes, wenn man auf einmal einer Mauer steht und kann man sich unter sich an der Stelle platzieren. Ja, das ist Deutsch. Zweitens, man hört den Rüstungs-Anti-Sound nur, wenn man einen Rüstungs-Hotbar auswählt und links klickt. So, das zeige ich zwar einmal hier, was mit gemeint ist. Man kann jetzt einfach eine Cobblestone-Obwohl platzieren und da sich da aufstellen. Man kann jetzt aber eine platzieren, ne? Boah, muss ich auch noch nicht. Und dann mal kurz mal die Sounds mal eben auf ganz hoch. Wenn ich jetzt die Rüstung anziehe, zum Beispiel die Chestplate, ne? Kein Sound. Jetzt aber in der Hotbar bin. Jetzt ging es ein bisschen mit den Skin noch ein bisschen aus, wenn der Kopf nicht so schwitzen würde, ne? Mit den schwarzen und so. Wenn der Kopf an so einer Stange befestigt wäre, so einer blauen Stange so. Naja, folgendes, ich kann den Chatbot anziehen und dann hört ihr den Sound, ne? Dann ist noch das gleiche. Ja. Aber so hört man den halt nicht. Sondern nur wenn man halt hier so halt in den Hotbar klickt. Ich habe da schon dran gedacht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, sowie das Video zu liken, meinen anderen beiden Kanäle zu abonnieren, die auf meiner Kanalstartseite verlinkt findet, so wie mir auf Instagram und Twitter zu folgen. Wenn du dies nicht getan haben solltest bislang, dann tu das bitte jetzt. Dann Fakt 4 ist von Sixy4Diamonds und er schreibt, wenn Sand auf einen Endcrystal fällt, explodiert er nicht. Und dafür würde ich ganz kurz mal eine Konstruktion hier oben zeigen. Da machen wir jetzt einmal mit dem Test jetzt hier, und zwar Endcrystal, zack drauf, jetzt der Sand, was passiert? Puh, es fällt durch, ja, er wird nicht zerstört, er kann einfach da durchfliegen und explodiert nicht. Endcrystal, natürlich muss man ihn jetzt zerstören, oder ich kann mal einfach irgendwie, geht das, ich kann den Sand dranschrauben nicht, ne? Egal, aber kann man so, dann hat es explodiert hier, ne? Ja, kann ich wieder einsetzen und kann ich eigentlich normal, ich glaube nicht, ne? Also normal im Block, glaube ich nicht. Kann ich mal mit ausprobieren, vielleicht noch ein bisschen hier mit Kolben. Wie sieht das mit dem Kolben aus? Upsi. Da ist mir scheißegal jetzt hier. Funktioniert eh nicht, also ja. Interessant. Und der letzte Fakt ist von Michael Craig Creeper, der schreibt, wenn ein Eisenkugel einen Pikmin angreift, der in einer Gruppe ist, werden die anderen nicht aggressiv.
Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt der Fakt jetzt hier stimmt, weil ich war jetzt echt zu voll, das auszutesten. Und zwar Pigments, zack, 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 drei Stück. Eisen, Golem, wie baut man die nochmal? So, ne? Dann jetzt hier den Pumpkin. So, und oh nein, das war jetzt falsch, echt kacke. Mann. Ey, nur falsche Fakten hier. Und trigger ihn mal hier. Ah, oh. Okay. Das ist falsch. Schade. Chess oder Fakten aus, ey, Mann. Ich hoffe, ich doch nicht zu voll gewesen, ey. No. Egal, ich dachte, er wäre gut bewerteter Fakt und wird schon stimmen, dass er gut bewertet wurde. So, dann wäre es gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich mache vielleicht noch ein Thumbnail. Mit dem Typen hier. Irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist ja auch egal jetzt. Oder vielleicht sowas wie sonst nach. Egal, ja, ciao, ne?